Kriegen wir eigentlich Schaden an den Fässern? Nee. Oder? Nee. Nicht, dass es auch noch so ein Faktor ist. Wie soll man die denn zerstören? Lasso werfen, habe ich zwar gesehen. Aber das galt ihm, glaube ich. Ein bisschen Öl macht mir keine Angst. Ich komme aus Texas. Nimm das. Ja. Schaden gefressen, aber wenigstens ist der weg. Hier muss. Das kannst du nur mit Bowling holen. Warte. Aber ich brauche doch Sandy für die Haken. Kann man auf das Seil? Nee. Da fliegst du durch. Okay, warte mal. Dann wechsle ich noch mal kurz zu SpongeBob. Muss ich ja. Kann ich das von hier treffen? Ah, es geht doch nicht über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Glaub, die Antwort ist nein. Wahrscheinlich hat das Wechseln zu lange gedauert. Oh ne, die Fläche bleibt erstmal. Und geht dann hoch. Ja, okay, ich muss erstmal überall die Haken. Mann. Da kann ich welche aktivieren. Ich weiß zwar, dass über mir... Ja, warte mal, ich gehe mal erstmal auf das Schiff. Wechsel mal eben kurz wieder zum Schwamm. So, Kanone 2. Die andere Kanone ist da drüben. So, wo Kanone 4 ist, I don't know. Ich würde jetzt aber eh wieder zu Sandy wechseln. Weil ich glaube... Da sind übrigens auch Haken. Und wie kommt man denn hier hoch? Fragen über Fragen. Naja, wie dem auch sei. Uah. Ich habe eigentlich genau deshalb hier zu ihr gewechselt, weil ich mir dachte, yo. Okay. So, wo ist der Schalter jetzt? Auf dem Schiff? Vermutlich, oder? Ich kann ja mit Sandy die Haken gleich wieder lang schwingen. Oh nein. Jetzt komme ich ja nicht wieder hoch. Scheiße. Och, Menno. Och, Menno. Och, Mensch. Die kleinen Nervigkeiten dieses Spiels. Wie soll man die kaputt machen? Was? Doch einfach so? Ja, okay. Wow.
Wenn das so ist, dann... Dann machen wir das. Doch so simpel. Ich habe gedacht, weil... Ja, ich weiß auch nicht. Weil sie das Lasso nicht werfen konnte, habe ich mir eingeredet, das wird nicht funktionieren. So, ich wechsle aber gleich, glaube ich, wieder zu ihr. Ohne Scheiß, gib mir einfach einen Sandy-Plattformer. So, da müssen wir natürlich noch hin, da kommen wir so aber nicht hin. Da müssen wir über die Haken hin. Zu dem goldenen Pfannwender da oben will ich auch irgendwie. Warte. Genau, von da kann man dann ja dahin. Hi-haw! So, okidoki. Den Wender haben wir. Zwei fehlen. Einer war ja irgendwie da oben noch. Moment. Ich weiß, wir sollen darüber. Ich würde aber trotzdem erstmal nochmal hier lang jumpen. Da ist auch noch eine Patrick-Socke in der Luft, da hinten. Okay, warte mal. Ich guck mich mal just um. Vielleicht kommen wir an den Funwender anders dran, wenn wir... Ich will jetzt natürlich die Socke da haben. Aber da muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Ich meine nicht, dass das so schlimm wäre. Ach komm, was soll's. Nein! Voll dran vorbei! Voll dran vorbei! Okay. Man kommt auch so dran. Hätte ich mich mal umgeguckt. Jetzt muss ich natürlich wieder zum Schwamm wechseln. Für das Bowling, um dann wieder zu wechseln. So. Schwammtastisch. Ich hab mich verdrückt gerade. Deswegen habe ich mich erschrocken. Ich dachte mir so, scheiße, das war's, ey. Mit deinem Geschwinge. Ja, nee, sie will sich halt nicht festhalten. Hätte ja sein können, dass sie das macht, aber sie will nicht. So. Okidoki. Dann diesmal einigermaßen straight hier rüber. Hui! Hui! Man könnte halt auch die Haken nutzen, aber haben wir jetzt halt nicht. Und runter da. Okay, ich muss hier draufhauen. Alles klar. Alle Roboterkanonen zerstört.
Ja, wie kommt man da dran? So, das ist das. Sollen wir mal eben kurz zu Krabs zurück? Hui! 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 Ach, Kacke, wir müssen ja SpongeBob sein. Och Mensch, das hab ich vergessen, sorry. Dass man auch immer quasi dann mit denen die Aufgaben abgeben muss, ne? Ich weiß nicht, würde man das heute noch so bei Spielen machen? Ist eigentlich auch ziemlich altbacken, oder? Oder seht ihr das anders? Ich meine, ja, speziell hat ja der Schwamm dann die Aufgabe bekommen und so, aber... Ich sag ja, es ist auch ein bisschen schade, dass man nicht einfach so zwischen den Charakteren hin und her wechseln kann. Aber na gut. Meckern auf hohem Niveau vielleicht auch einfach. Ja, kurz warten, ne? Jetzt am besten nicht runterfallen. So. Vergiss nicht, dass du die Kanonen des Schiffs ausrichten musst, damit sie alle gleichzeitig feuern. Hä? Nani? Ich meine, ja, die gucken nach da. Kann man die denn drehen oder so? Nee, ne? Schade. Ich hatte gerade kurz gehofft, dass ich so irgendwie da hochkomme. Ja, die sollten doch alle ausgerichtet sein. Was ist denn jetzt gerade das Problem? Welche Offensichtlichkeit übersehe ich? Gucken doch alle nach hier. Aktiviert sind alle. Ach ja, Mann, ey, ich vergesse es immer. Wir brauchen ja erst SpongeBob für das olle Blasenbowling. So. Frage mich, können wir nicht trotzdem irgendwie ganz hoch? Hm. Also Schalter haben wir eigentlich alle. Ach, den nicht. Ja, moin. Also, Leute, ich sag's euch, Let's Playen ist nicht leicht.
Man merkt es. Solche offensichtlichen Sachen durch das Blablabla und so übersieht man das dann und vergisst das und ja. Und wie kommen wir jetzt an den goldenen Pfannenwender? Geschafft! Wir haben ihr Schiff zurück und die Roboter besiegt. Das hast du geschafft, aber wenn ich ihn jetzt so betrachte, halte ich diesen goldenen Pfannenwender lieber. Er funkelt und glänzt so schön. Erinnert mich an meinen ersten vergrabenen Schatz. Aber unsere Abmachung? Na, triff niemals eine Abmachung mit einem Geist. Abmachungen bedeuten mir gar nichts. Abgesehen von der Abmachung bezüglich des Butterfasses, damals im Jahre 1873. Was für ein Gewinn, das sage ich dir. Es geht doch nichts über cremige, handgerührte Butter. Also jetzt mach aber mal halblang, Butterjunge. Wir erledigen Butterjunge. Die ganze Arbeit, während du rumhängst wie ein Faultier. Faultier? Das ist eine Kampfansage. Wenn du das goldene Ding unbedingt haben willst, komm und hol es dir. Wie du willst. Oha. Okay. Je glänzender, desto besser. Warte mal. Das ist einfach nur Friedhofsee. Wo wir hin sollen, oder? Ich würde sagen, wir müssen auf die Fläche hier, ja. Igitt. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBob Unterhose trage. Schöne Optik kann Superman auch. Bloß vielleicht nicht in Sinuskurvenform. Okay, oh. Oh, habe ich dir den Zipfel lang gezogen? Armer kleiner Pirat. Tengeist. Schön. Schöne Sinusform hat er drauf. Na, come on, Bro. Die Lehrer waren bestimmt stolz auf ihn. Der ist bestimmt gut in Mathe, der Bruder. Oh. Ah, macht ja nichts. Oh, habe ich dir nochmal den Zipfel lang gezogen? Oha, Sinuskurve wird größer. Jetzt, während ich gerade mit Sandy immer so springe und ich das irgendwie niedlich finde, also in meinem Kopf denke ich mir so, irgendwie ist das süß. Ich wünsche mir mehr Jump-Runs mit Eichhörnchen. Ich meine, gibt ja auch noch Conker. Conker's Bad Fur Day. Conker Life and Reloaded. Eichhörnchen sind einfach prädestiniert für Platforming-Games. So, Zipfel lang ziehen und das war's. Die Jacke extra reinigen lassen. Zweimal. Oha. Hört alle auf zu kämpfen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hier bitte. Oh, das sieht aus wie mein Schiff. Sogar der ganze Dreck und die Fliegen sind dran. Wie aufmerksam. Lol. Also gut, ihr möchte gern Matrosen. Hier ist der goldene Pfannenwender. Nice. Okay, einer ist noch über. Das ist anscheinend echt der, der da in der Luft hängt. Ja, haben wir das mal so gemacht mit dem Taxi. Ups. So.
Aber jetzt mal im Ernst, wie soll man denn da... Ahoi, SpongeBob. Wie soll man denn da hinkommen, da oben? Oh! Da war gerade eine Kante oder sowas im Weg. Und ja, ich weiß, das ist ein optionaler Funwender, den brauchen wir nicht. Wir haben 82, wir brauchen 75, um da bei Plankton reinzukommen. Aber ich denke mir, irgendwie, wenn ich jetzt eh schon mal dabei bin, möchte ich den haben.